Freunde, kurz mit Film, Box, kurz wieder meine Freunde. UFO 361 wurde einfach in der Berliner U-Bahn-Schachtel verhaftet. UFO, was hast du denn da gemacht, Mann? Wolltest du auf deine Oldschool-Tage noch ein bisschen Graffiti sprayen oder so? Ich dachte, du bist jetzt der neue Karl Lagerfeld mit Modekollektion und so. Der hat doch in den dreckigen U-Bahn-Schachtel nichts zu suchen, Mann. Oder willst du hier die Oldschool-Tage wieder raushängen lassen, verdammt nochmal? Mach lieber deine Musik und deine Mode, Kerl. Das passt gar nicht mehr zu deinem Image, Mann. Hätten wir keine Ahnung, 2016, 17. Ich bin ein Berliner Reihe, da hätte es doch dazu gepasst. Aber du machst jetzt hier diese neumodischen Star Wars Future-Musik, das passt gar nicht mehr dazu, Mann. Verstehst du, das passt nicht zu deinem Image. Lass dich mal straight, UFO. Okay, du willst vielleicht ein bisschen Street Capability abgreifen, indem du sagst, ja, du wurdest verhaftet. Wow, Digga. Du wurdest verhaftet wegen Hausfriedensbruch, weil du dich da aufhältst, Mann. Das ist aber nicht Gangster, Mann. Das Image passt gar nicht mehr zu dir. Ich glaube, du brauchst vom Boss mal ein bisschen Imagepflege und Imageberatung, Mann. Sag Bescheid, Mann. Für 500.000 mache ich das. Okay, meine Freunde, das war's wieder für nur ein Boss. Aber in den Dreck nicht vergessen, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde.